Jacob, wie schlimm? Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Jacob! Oh mein Gott! Mir geht's gut. Aber die anderen sind tot. Was machen Sie denn hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind sie weg? Jetzt schon, doch sie kommen wieder. Oh. Sind sie okay? Ja, das geht schon. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Danke, auch an Sie. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Sie sollen zu Cerberus gehören. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte Sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Hoffe, Sie haben Cerberus auf dem Weg raus in den Arsch getreten. Wir haben mitgenommen, was wir tragen konnten und den Rest zerstört. War doch klar, dass man sie finden würde. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Jetzt evakuieren! Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jemand sollte sich diese Wunde ansehen, Jacob. Ja, ja. Das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Ist dieser Jacob ein alter Freund von Ihnen? Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer. Wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen, jeder auf seine Art. Woran haben Sie bei Cerberus gearbeitet? Es nannte sich Projekt Overlord, ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Das war's, Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander.